Hallo, heute möchte ich euch zeigen, was ich mit meiner reichen Tomatenernte mache, wie ich die für den Winter haltbar mache. Ich habe viele verschiedene Sorten im Anbau. Auf dem Bild unten seht ihr jetzt auch eine schöne Auswahl. Dann habe ich vorbereitet, natürlich, damit wir hier nicht 2 Stunden Video drehen, 2 große Gemüsezwiebeln, mittelgrob geschnitten, in Olivenöl im Topf anschwitzen, 2 Teelöffel von meiner Knoblauchpaste dazu. Wer die nicht hat, kann auch frischen Knoblauch nehmen, so 3 Zehen in etwa. Das Ganze anschwitzen und dann die Tomaten einfach nur den Strunk raus und grob zerkleinert mit in den Topf. Ja, das zerkocht dann Stück für Stück und ich lasse ganz bewusst auch die Haut dran. In vielen Rezepten wird die Tomate vorher gehäutet, aber in der Haut bzw. direkt unter der Schale sind die sogenannten Lycopene. Das ist ein sehr gesunder Stoff und den möchte ich ungern in den Biomüll oder auf den Kompost schmeißen. Wenn das Ganze dann ein paar Stunden eingekocht hat, gehe ich mit dem Mixstab rein, um die Schalen entsprechend klein zu kriegen und auch einen Großteil der Kerne. Neben den Lycopinen sind da natürlich auch Ballaststoffe drin und davon haben viele von uns sowieso zu wenig, deswegen lasse ich es drin. Wenn die paar Kerne, die hier noch drin sind, stören, der kann es gerne durch ein Sieb streichen. Das Ganze habe ich gewürzt mit Salz, Zucker und ein bisschen Chili. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das Ganze mit Kräutern zu aromatisieren. Oregano, Basilikum, das kommt ja da alles in Frage. Ich möchte meine Tomatensoße, Sugo oder Passata gerne einsetzen können in jedem Gericht. Wenn ich jetzt im Vorfeld schon Oregano oder Basilikum reinpacke, dann versperre ich mir das ein oder andere Rezept. So kann ich sie für alles als Grundtomatensoße hernehmen und dann individuell würzen. Wenn ich eine Tomatensuppe daraus mache, kommt frischer Basilikum rein. Wenn ich das für eine Pizza brauche, Oregano. Ja, durch die neutrale Geschichte bin ich viel breiter aufgestellt. Die Soße ist jetzt hier noch lauwarm. Ich habe außerdem noch vorbereitet Fläschchen zum Abfüllen. Das sind die Viertelliter Flaschen von Weg. Die habe ich entsprechend ausgekocht, sprich sterilisiert. Wie immer auch die Deckel ausgekocht, die Gummis ausgekocht, erst in Essigwasser, dann in klarem Wasser und die Klammern zum Verschließen. Ich nehme bewusst die kleinen Fläschchen, einfach, wenn ich mehr brauche, nehme ich halt 2, aber wenn wir nur zu zweit sind und ich ein bisschen was für eine Soße brauche oder einen Couscous-Salat, dann reicht so eine Flasche vollkommen aus. Okay, alles vorbereitet, wir füllen ab, damit ich wieder kleckerfrei einfüllen kann. Mein heißgeliebter Messbecher. Wer im Übrigen keine Tomaten im Garten hat und welche kauft, die vielleicht nicht ganz so intensiv sind vom Geschmack, der kann auch noch ein bisschen Tomatenmark dran machen, dass er ein bisschen mehr Tomatengeschmack dran kriegt. Und wer jetzt sagt, so ein Tetrapack Tomatenpulp kriege ich doch für 50 Cent im Supermarkt. Ja, stimmt. Aber bei verarbeiteten Lebensmitteln muss nicht angegeben werden, woher die Tomate kommt. Und ich möchte einfach wissen, was ich esse. Und mir ist es deutlich lieber, ich habe sie aus dem Garten oder in Deutschland angebaut, als dass das fertige Produkt mit Tomaten aus China oder anderen Ländern hergestellt wird. So, die Fläschchen mache ich nicht ganz voll, weil nachher kochen wir das noch ein, damit mir das Ganze beim Einkochen nicht überläuft. Ihr seht, ein kleines bisschen stückig sind sie noch, aber das ist auch gut so. Wer von euch vielleicht noch so eine flotte Lotte hat, kann die gekochten Tomaten dann auch durch die flotte Lotte geben. Dann bleiben die Häutchen da drin hängen und alternativ, wie ich, mit dem Mixstab, wenn man die Häutchen gerne mitessen möchte, sie aber nicht zwischen den Zähnen haben will. Und es gibt auch nichts Besseres als die Tomaten aus dem eigenen Garten, die man schön reifen lassen kann, die im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt
sind hier oft noch ein bisschen hell. Da hat man nicht so das tolle Aroma. Aber im Garten kann man selbst bestimmen und sie richtig schön ausreifen lassen. Ich habe es jetzt nicht nochmal gesagt, für mich versteht es sich von alleine. Meine Hände habe ich natürlich vorher ganz ordentlich geschrubbt, damit ich hier keine Keime oder Bakterien mit einbringe, die das Ganze nachher verderben lassen würden. Der Rand muss immer schön sauber bleiben. Das ist der Grund, warum ich den Messbecher nehme. Es gibt auch spezielle Einfüllhilfen von weg. Die kann man auch nehmen, aber mit dem Messbecher komme ich wunderbar zurecht. Wer das Rezept mit dem Pesto sich angeschaut hat und entsprechend Pesto im Kühlschrank oder eingefroren hat, kann dann natürlich eine ganz tolle Pastasoße daraus zaubern. Einfach so ein Gläschen oder ein Fläschchen von der Tomatenpassata, ein Löffelchen von dem Pesto mit dran. Was Besseres, Geschmack des Südens, voll reif eingefangen. Lecker. Nur so als Anregung. In der Tomatensoße ein paar schöne Rinderhackfleischbällchen gar ziehen lassen. Ein bisschen frischen Basilikum dazu. Das über Pasta. Yummy. So, den Rest holen wir uns noch. Den kippe ich jetzt so da rein. Die Flasche werde ich nicht einwecken, die kommt jetzt in den Kühlschrank. Die wird in den nächsten ein, zwei Tagen dann entsprechend beim Kochen mit verwendet. Oder der junge Mann hinter der Kamera, der Simon, hat schon gesagt, boah, das riecht lecker. Vielleicht will das auch gleich als Tomatensuppe noch genießen. So, dann kommt der Rest noch hier mit rein. In einer Lage funktioniert es nicht. Wir müssen die zweite anfangen. Das ist hier draußen auf dem Tisch, der ein bisschen schräg steht, nicht so einfach. Aber funktioniert. So, jetzt bringen wir den Topf gleich rein, füllen Wasser bis hierher auf. Da der Inhalt lauwarm ist, wird auch das Wasser lauwarm sein. Und dann stellen wir den Einkochtopf auf 90 Grad. Wenn er die Temperatur erreicht hat, dann warten wir 30 Minuten. Das ist der sogenannte Einkochvorgang. Dann wird der Einkochautomat ausgeschaltet, das Wasser abgelassen vorne durch den Hahn. Dann hole ich die Fläschchen raus, stelle die auf ein Küchentuch und lasse die über Nacht abkühlen, ganz langsam. Das geöffnete Fenster nebendran wäre nicht so gut, sollte keine Zugluft dran kommen. Dann ziehen die Waage um, morgen früh nehme ich dann die Klammern ab und dann kann meine Tomatensoße oder Passata in den Keller. Wenn ihr Spaß daran hattet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst und nächste Woche wieder reinschaut. Bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen!